Hallöchen, liebe Leute, willkommen wieder zurück zu Battlefield Hardline mit mir, diesmal wieder alleine. Und ja, ich habe mich jetzt gerade schon leicht gewundert hier, wegen was jetzt hier wieder überall nur Anwärter steht. Als Schwierigkeit, kein Plan. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier solo weiter, nur mit mir. Und ich werde jetzt dann einfach mal das hier mit Episode neu starten machen und dann gleich nur mal Officer auswählen. Weil, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht. Neue Episode starten. Ah! Hä? Jetzt hat er's. Ey, das ist doch ja, gut. Ihr habt selber gesehen, die Schwierigkeit stand wieder auf Anfänger. Jetzt ist wieder Officer. Okay, gut, passt. Ja, dann können wir jetzt hier einfach weitermachen mit Episode 7 Glashäuser. Nochmal schauen, wie das hier weitergeht mit Kai und allem drum und dran. Ob wir hier Dorst zur Strecke kriegen oder nicht. Oder, ja, schauen wir halt mal. Ne? Bin ja jetzt hier ja auf der bösen Seite unterwegs. Mehr oder weniger. Also so halb auf gut, halb auf böse. Irgendwie so eine Mischung. Mal gucken, genau, Boomer haben wir ja hier geholt mit seinem Laptop. Mal schauen, was der hier so weiß oder kann, wie immer. Machtspielchen nur für die Fallakte, okay, und zwei Typen zum Verhaften. Ich hoffe ja mal, dass ich diesmal das jetzt nicht vergeigen werde. Genau, das sieht eigentlich ganz gut aus, das passt soweit. Da haben wir die jetzt auch, sehr schön. Ja, dann nehmen wir doch die, ne, und ich meine. Nehmen wir die hier. Hat die auch noch was? Laservisier, ja, nehmen wir mit. Und hier nehmen wir den schweren Lauf. So. Alles klar. Hauen wir an. Mal gucken, wie es weitergeht. Was bisher geschah? Schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Ein Autohaus. Koreanische Mafia. Nein, aber ich habe einen Insider. Boomer. Das ist Kangs Autohaus. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dorst-Leuten. Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Ich bring das Zeug hier raus. Raus da! Scheiße! Bam! Genau, das war's ja. Jetzt geht's weiter. Ich soll also echt den ganzen Hightech-Kram erklären, den ich hier gerade mache? Nein. Okay, hier ist was. Was denn? Party-Einladung für Kang. Nette Empfängerliste. Für viele von denen habe ich schon gearbeitet. Die Party ist in Mount Olympus. Ist das ein Code? Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Stadtteil. Und die Party ist um Mitternacht. Ich sehe mir das mit Kai an. Bist du dabei? Ah, ich bin nicht so die Partymaus, aber... Klar. Sexy. Sexy. Schau, dann mal schauen hier. Wie weit das hier weitergeht. Und ich muss hier nochmals entschuldigen für die ganzen GEMA-Fehler, ja? Ja. YouTube kann sich ja da mal wieder nicht einigen. Daher muss ich hier einige Musikstücke dann doch entfernen. Okay, los, so. Das Ding geht gleich hoch. Wo hast denn das eigentlich her? Von Boomer. Der hat schon mit Bankräubern zusammengearbeitet. Jo, was soll's, ne? Ist auf jeden Fall hier. Wir müssen irgendwie rein. Besser aber nicht durch die Eingangstür. Wenn wir reingehen, müssen wir leise sein. Naja, relativ leise. Gott, also hier ist überall nichts. Neil Rock. Mega-Arschloch steht auf Knarren und Drogen. Und interessiert daran, Dorst Privatpolizei zu finanzieren. Alles bestens bewacht, also habe ich. Das hier dabei. Auf Alarm brauchst du nicht achten, der Strom ist aus. Das sind die Notlampen. Oder nicht. Der Strom ist immer noch weg. Glaub mir, Boomer ist ein Fachmann. Aha. Na denn? Komme ich hier rein? Nee, ne? Nick, am Fitnessraum ist ein Fenster. Aha. Am Fitnessraum, also hier. Okay, dann rein da. Hä? Wo denn? Das hier oder was? Suchen wir einen anderen Weg. Ach, doch jetzt hier. Ach, la, lol. Okay. Also gut. Jetzt brauchen wir einen Ort für die Pling! Welt. Ein aber guter Korb. Eine Menge Ganoven kämen zu dem Meeting. Es gibt sicher einen Konferenzraum.
Okay, jetzt schon Stufe 15, das ging aber echt flott. Einmal Dusche, bitte. So, was ist jetzt hier? 14 Meter. Kai, hier lang. Kommt es dir auch so vor, als wäre es hier ein bisschen zu ruhig? Solange keiner auf mich schießt, ist mir das recht. So, es war dann hier, ne? Theoretisch ja. Also ich komme hier nicht rein. Los, gehen wir mal hoch. Nee, ich will aber dahin. Ah, hier geht's ja bloß runter, oder was? Hier ist doch aber dann irgendwas. Oh, das ist tatsächlich dann oben. Das könnte natürlich auch sein, ne? Ja, gehen wir hoch. Okay, dann hier. Da oben. Hey, Moment. Drecksbude. Dreckspanorama. Dip, 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 dip. Ja, und was hier? Ah, das hier. Gott. Die haben wir auf jeden Fall schon mal. Was ist ganz da hinten? Aber was ist jetzt da mit dem da oben? Da hinten, genau gesagt. Naja, also ein Dreckspanorama ist es hier nicht, ne? So, ist ja trotzdem theoretisch gesehen noch weiter in die Richtung. So, ja super. Das finde ich jetzt schon mal klasse. Da geht es weiter nach oben oder was? Ja. Oh, scheiße. Sorry, Handy ist noch an. Ich schätze, das ist dein erster Einbruch, oder? Okay, da hinten komme ich aber auch nicht so ran. Nee. Oh Mann, es ist kompliziert hier. Halt, weißt du das? Das Treffen ist in 2 Stunden. Laut Kangs E-Mail, ja. Such dir einen Ort für die Wanze. Scheint ein Konferenzraum zu sein. Hier findet das Treffen sicher statt. Ja, machen wir es einfach mal. Okay, Wanze platziert. Los jetzt. Oh oh. Scheiße. Komm schon. Das Licht ist wieder an. Ah, na klasse. Im Mannschrank. Klassiker. Ich dachte, es ging um Mitternacht los. Gab eine Planänderung. Hier entlang, Gentlemen. Macht es euch gemütlich. Ich dachte, Kang würde auch kommen. Kang kommt nicht. Deine Frau ist krank. Krank? Die ist erst 25. Was hat sie denn? Schnupfen? Kang wird nicht dabei sein, weil er tot ist. Genau deshalb haben wir das Treffen vorgezogen. Ich dachte eigentlich, du würdest ihn beschützen. Unser Schutzangebot ist nun mal breit gefächert. Wer war das? Du? Ich bin weg. Gentlemen, hinsetzen. Klappe halten. Lass den Mann reden. Wisst ihr, es könnte doch alles so einfach sein. In Miami haben wir zwischen Wichsern wie euch vermittelt und Streitigkeiten wurden so beigelegt. Durch Reden. Wir wollen weder euer Gebiet noch eure Waren. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Es ging in Miami. Und es wäre schön, wenn die Hohen Herren auch hier endlich sowas wie Geschäftssinn entwickeln.
entwickeln können. Sehr gut. In Kürze kommt eine Limousine mit einigen der entzückendsten Teilzeit-Kosmologie-Studentinnen von ganz Hollywood. Bitte, die Party kann beginnen. Viel Vergnügen. Liegt dir was auf dem Herzen? Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Und ich muss mit ein paar Leuten reden. Ich bin nachher wieder da. Deine Kohle ist bei mir in besten Händen. Keine Sorge. Hä? Okay, wegen was halten wir das jetzt wieder so leise war? So, und nu? Ah, geht selber wieder raus. Der Mist, okay. Ist hier? Kai. Durch das Fenster kriegen wir ihn vielleicht. Vergiss Stoddard, ich habe eine Idee. Was? Gib mir dein Handy. Okay. Ist da was Wichtiges drauf? Nur mein Candy-Spiel. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst Dawes schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Ja. Klingt gut, aber das musst du alleine durchziehen. Halt, was? Ich muss mit Sergeant Stoddard sprechen, bevor er geht. Und wir können auch nicht zu zweit hier durchs Haus schleichen. Los, hilf mir mal. Ich hätte niemals vertrauen dürfen. Ist was Persönliches. Persönlich? Wegen denen war ich 3 Jahre im Knast, wegen dir. Ist auch persönlich. Tut mir wirklich leid. Als ich im Knast war, starb meine Mom, Kai. Nick, das... Weißt du was? Vergiss es. Du bist mir scheißegal. Eieieiei. Zickenkrieg. So. Ja, Experte Level 15 ist schon Maximum. Tja. Bombe aus, dass wir kamen. Was weiß der nicht? Nee, hier gibt's Kupfer. Ah, guck mal. Hä? Okay, geht's doch nicht. Moment, ich schnapp auch das mal jetzt gerade den hier. Hände hoch! Los! Wie war deine Runde? Aus! 1,85. Ohne Schuhe? Meine Schuhe. So, passt. So. Wie ernst müssen wir diesen Stotter-Deal eigentlich nehmen? Rock, in jedem Fall. Warum bin ich in dem Raumschiff? Genau, um die Kreuz zu finden. Wobei wir jetzt eigentlich alle outhaseln könnten, ne? Weil es ja jetzt eh scheißegal. Das ist eine gute Frage. EP brauche ich ja eh nicht. Okay, ganz ruhig. Was? Okay. So. Mal so, sowas mal so. Dann einen normal. Okay. Ach komm, scheiß drauf. So, gut. Das haben wir jetzt das hier aus Ball. Muss jetzt hier gerade so komisch rumstehen hier? Naja, scannen wir es erstmal den da unten, wer das ist jetzt von den beiden. Okay. Hep. So. Ja, das ist echt komisch hier. Weil ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier rauslaufe, könnte es ja auch gut sein, dass ich da gar nicht mehr hinkomme.
Wäre natürlich dann kacke. So. Hä? Bleib, wo du bist! Okay, was? Oh, oh, okay! So. Was war den hier? Hey! So, zack. Sehr schön. Den Hammer. Gut. Alles klar. Weißer Van. So, das nächste wäre dann da hinten. Aber so mal kurz noch hier, obwohl das ist eigentlich auch egal. Ah! Gut. Hä? Aha. Ja gut, das bringt mir aber nichts, ich komme ja da nicht hin. Auf welche Seite ist irgendwie eine Tür oder sowas offen? Das wäre natürlich dann auch nicht verkehrt, aber da ist noch einer. Noch zwei, genau gesagt. Halt! Polizei! Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Wo sind deine... Gut, ich schätze mal die Scheibe, hat man das gehört. Okay, das sind auch nur normale. Und den kriege ich jetzt wegen Wasser aber nicht ins Ziel. Hä? Wieso kann ich jetzt den hier nicht Dingensbummens analysieren? Jetzt. Gut. So. Einmal den weg. Jojo, machen wir gleich. So. Einmal noch mal kurz Muni. So, wo ist denn das jetzt? Ja, hier wie früher, das ist aber hier scheiße, weil ich sehe da trotzdem nichts. Hä? Drücken kann ich ja auch nichts. Ach, guck mal an. Jetzt komme ich hier rein. Oh Mann. Okay.
Nee, das ist... Nein. Ach, nö. Scheiße. Fuck. Wieder verkackt. Na toll. Na toll. Ozymandias Road bis zur Ozymandias Avenue. Links abbiegen bis Ocean View Place. Dann rechts auf den Auto. Genau. So eine Scheiße. Nicht, dass ich jetzt gleich runterfall. Auf jeden Fall da unten wär's. Okay. Da unten ist noch einer. Ich hab hier ein nettes Tütchen. Okay, ja, nur normaler. Psst. So. Gut, Moment. Ja, ist nochmal irgendwas. Ja, ist aber echt kacke, ist das. Okay, hier bin ich auch runtergekommen. Passt. Gut. Ist das jetzt nochmal irgendwas? Nee. Rücken gerade. Jod. Einmal ihn hier noch. Na komm. Sehr schön. Hüpp. Ah, ist das hier unten. Jupp. Ah, ist trotzdem kacke, ist das. Auch nur normaler. Tschüss. So, SWAT-Schutzwesten. Na, immerhin kriegen wir wenigstens mal ein paar Dinger her. Das eine mit der Tür ist echt wieder kacke. Aber beim nächsten Mal weiß ich jetzt ja Bescheid, dass ich hier da nicht lang gehen soll, bevor ich definitiv nicht alles hab. Weil sonst ist hier kacke, ne? Okay, das ist jetzt die Frage. Wenn ich jetzt hier weitergehe, ne, da werde ich da wahrscheinlich immer hinkommen. Wo ist dann das andere?
Ja gut, ich könnte jetzt gleich mal noch eine Trophäe holen. Wenn ich jetzt hier gerade schon bin. Was ist jetzt hier? Ah, jetzt bin ich dann hier wieder. Genau, bei der Doppeltür hier. Ach, das hier oder was? Ach, da unten? Ach, lol. Oh, Mann. Ja. Alle klar. So, jetzt haben wir hier wenigstens alle. Ach, guck mal hier. Da ist der zweite. Gut, schalten wir uns das wohl gerade den Alarm aus. Da geht auch der DJ. Gut. Halt, nein, das hier. Nice, bin ich echt tot oder was? Nein. Fuck. Scheiße. Ah. Ja. Aber irgendwie hat es jetzt hier nicht so wirklich funktioniert mit dem Grill, was ich eigentlich theoretisch gehofft hatte. Ah. Okay, das hat er dann definitiv noch alles gespeichert. Oh, 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 was? Ja, so ist natürlich nur, dass ich jetzt wieder hier alle machen muss, bis hier runter. Ja gut, alternativ können wir natürlich jetzt einfach nur durchballern, ne? So, mal den, mal hier. Sehr schön. Jupp, den da wieder auf der Driving Range. Hep. So. Gut. Ah, schon mal nice to know, dass er hier hinter einer Sicherheitstürscheibe steht. Fuck. Macht ihn alle! Scheiße! Gut, das war schon noch nichts. Alter! Ach, der. Oh, der explodiert, der Gasgrill. Oh, jetzt reicht's mal. Jetzt baller ich auch durch. Jetzt reicht's. Schnauze voll. Echt. So ein Bullshit. Okay, bis auf natürlich den einen, den ich verhaften muss. Baller ich jetzt durch. Schnauze voll. Thank you.
Ja, aber jetzt haben wir vor alle, ja. Passt. Was war das? Nichts. Da ist er! So. Los, da drüben! Gut. Boah, Alter. Mist. Schnapp ihn euch! Hi! Ab in Bobbes. Ups, da lang. Was komme ich von da oben noch mit? Ja gut, wegen dem Alarm halt. Hier drüben! Halt! Den müsste ich am besten wegtasern. Den nicht, aber egal. Platz. Ja, da ist er. Da lang! Los, weiter! Da drüben! Da unten! Jupp, da unten, genau. So. Ja, fuck. Ich seh. Mal bist du mal kurz warten, ja? Ach, geh mal rum. Ich sehe ihn. Da drüben. Oh Mann. So. Check da drüben. Ach, da oben ist ja noch einer. Gut. Sehr schön. Jupp, alles klar. Gut, jetzt wollte ich auf dem Prinzip ja nicht mehr drauf achten, ne? Punkt ist aber auch egal. Hi. Gott. Na? Geht doch. Gut. Höp. So, was haben wir jetzt hier noch? Nichts, ne? Ne. Passt. Abflug. Döp, 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 döp. Jo. Dann machen wir das gleich so. Zum Pool ausgelangt. Und hier haben wir was? Ein Beweismaterial. Das wird dann irgendwo oben sein. Alter, wie geil ist das denn? Hä? Nee, das will ich noch nicht. Spülung? Nee. Drei Meter, vier Meter? Hä? Alter. Was ist denn hier jetzt wieder?
ist eigentlich hier? Alles wird dann hier nicht sein. Nur ich kann jetzt hier gerade momentan auch nichts mehr machen. Naja, gut. Dann machen wir jetzt halt das. Scheiße. Der ist irgendwie doof, wenn die Türen halt so halbwegs zufallen. Du hast keinen blassen Schimmer, wer ich bin, denn sonst würdest du mich ganz sicher nicht bestehlen. Vielleicht bin ich nicht so ein Schisser. Nun, du siehst mexikanisch aus, also bist du definitiv ein Einbrecher, aber vermutlich kein gewöhnlicher Einbrecher. Viele Häuser hier sind ziemlich leicht zu knacken, aber du wolltest in meins. Warum bloß, frag ich mich. Hey, Herausforderungen finde ich gut. Na dann kriegst du eine. Hab einen Knopf gedrückt, der dir ein Dutzend schwer bewaffnete Psychopathen auf Koks auf den Hals hetzt. Hast du Angst? Das glaube ich nicht. In der Regel ist er ganz mutig. Oh, wie überaus clever. Ein Zweimann-Team. So in etwa? Kompliment. Ah, geiler von sich, ja. Nehmt so viel gottverdammtes Geld, wie ihr nur tragen könnt. Und gebt es schnell aus. Kauft Gold, kauft ein Segelboot, denn ich werde euch bis in die Hölle folgen. Halt's Maul! Bam! Hallo. Wollt ihr nach dem Rechten sehen? Mach den Alarm aus. Das funktioniert nicht. Du hast die bösen Jungs am Hals. Oh oh. Oh, Scheiße. Da ist er! Zurück! Überleben. Okay. Moment. Ah ja. Theoretisch schon in die Richtung. Alter, ich hab den Tag überhaupt nicht. So. Oh. Vorsichtig. So, ich müsste aber gleich mal dahinter irgendwie. Da. Also zumindest mal nur einen ausschalten. Oh nein. Bitte geht's nicht aus. Na ja, er spart uns immerhin den ganzen Papierkram. Hast du Stoddard erwischt? Hab's nicht versucht. Ich dachte, ich gehe dir einfach mal zur Hand hier. Danke übrigens. Lass uns abhauen. Was haben Dawes und Stoddard dir angetan? Ich sag mal so. Ich war nicht immer so wie jetzt, weißt du. Ich war mal loyal zu meinen Partnern. Okay. Dass du Bescheid weißt. Es geht nicht darum, Dawes zu töten. Mir jedenfalls nicht. Na gut. Worum geht's dann? Für dich? Ich will ihn zerstören. Das tut er anderen an. Er zerstört Menschen. Und Stoddard? Stoddard kann einfach nur sterben. Du wirst deine Chance sicher noch bekommen. Nach heute Nacht wird Stoddard hinter uns her sein. Na toll, wieder verkackt. Mist. Oh, Hollywood. Ja,
6 von 9 Grammar gefunden. Naja. Gott, was soll's. Scheiße. Muss ich das halt hier dann auf Hardline alles nachholen? Na gut, soll ja auch nicht das Problem darstellen. Ja, nächste Episode 8, Souveränität, kommt ja theoretisch dann jetzt gleich. Ja, aber dafür mache ich erstmal nochmal ein ganz kleines Päuschen und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit Episode 8, Souveränität. Schauen wir uns aber gerade erstmal nochmal kurz an hier, was wir da machen müssten in diesem Fall. Wenigstens haben wir ja bei der 7 die ganzen Typen da verhaftet und so weiter. Da ist natürlich dann auf Hardline einiges einfacher, weil ich da ja mit dem MG oder sowas durchrennen kann. Ohne dass ich da groß darauf achten muss. Ach, guck mal, nur einen. Jim Preston. Hotshots Lieferkette und die Verbindung zu Boomer. Fallakte. Ja, können wir gerade nochmal kurz angucken hier. Ja, noch zwei sind immer noch gelockt. Fallakten. Ja, und hier fährt überall nur noch so Fitzelchen, wie ich sowas immer hasse. Aber egal. Kommt dann auf kurz oder lang gespielt. Das ist dann auch in meinem Trophäentipp. Habe ich ja da die ganze Geiz drin. Jo, gut. Jetzt, wie gesagt, reißt es hier erstmal und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Haut rein, Servus und ciao.